Basler Zeitung Standpunkt, heute mit einem Live-Mitschnitt von der Wenckenhof-Gespräch, hier in dieser wunderschönen, altehrwürdigen Reithalle im Wenckenhof Zürich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. An den Wenckenhof-Gesprächen werden jedes Jahr im Mai wichtige gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Heute ist das Thema Bauvisionen im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Erneuern. Können wir in der Schweiz noch etwas lernen von gigantischen Projekten in Berlin oder Dubai? Oder ist unser Land gar nicht imstand, grosse Visionen umzusetzen? Diese Frage diskutieren wir und jetzt wechseln wir auf Hochdeutsch, weil wir einige Gäste aus Deutschland haben, mit folgenden Gästen heute Abend. Hans Stimmann, er war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2006 16 Jahre lang Senatsbaudirektor in Berlin, war also maßgeblich an der Weiterentwicklung Berlins nach dem Mauerfall beteiligt. Unter seiner Verantwortung entstanden visionäre Projekte, wie zum Beispiel der Berliner Potsdamer Platz. Neben ihm Dankwart Guratsch, er ist Architekturkritiker, der überzeugt ist, dass nur mit dem Blick nach hinten Neues entstehen kann. Dankwart Guratsch schreibt für die deutsche Zeitung Die Welt. In der Mitte unserer Runde sitzt Hans-Peter Kohn. Er ist CEO des Schweizer Designunternehmens Vitra, das unter anderem auch für seinen architektonisch herausragenden Firmencampus mit einem eigenen Designmuseum in Weil am Rhein bekannt ist. Neben ihm Benedikt Loderer, ursprünglich Architekt, bekannt als Stadtwanderer, der mit spitzer Feder die Schweizer Architektur beschreibt. Er war Gründer und bis vor kurzem Chefredaktor der Schweizer Architektur- und Designzeitschrift Hochparterre. Und last but not least, gleich neben mir, Michael Schindhelm. Er ist Kulturberater, war 10 Jahre lang Direktor und Intendant des Theaters Basel, bevor er Kulturmanager in Dubai wurde. Da hat er unter anderem den Auftrag gehabt, ein Opernhaus zu bauen. Herr Schindhelm, Sie haben das Projekt, Ihr Projekt Dubai, vor Fertigstellung dieses Opernhauses abgebrochen. Sie kamen 2009 zurück aus Dubai, zurück nach Europa. Darf ich Sie fragen, war es nicht vielleicht ein bisschen illusionär, um nicht zu sagen naiv, zu denken, dass man irgendwo in der Wüste einfach eine Stadt hochziehen kann und mit dieser Stadt zusammen gleich auch noch Kultur hinstellen kann? Kann man das überhaupt einfach so auf dem Reißbrett entworfen? Sie können das schon fragen, ja. Also, Sie geben eine Antwort, hoffe ich. Ich denke, man muss schon auch dort, auch in Dubai, erstmal den Blick nach hinten werfen. Die Stadt ist zwar sehr schnell entstanden, aber auch diese Stadt ist nicht in einem Tag gebaut worden. Und in einer solchen Umgebung Kultur aufzubauen, heißt natürlich auch etwas anderes als Kultur aufzubauen in einer Stadt wie beispielsweise Basel oder Berlin. In Dubai, wo also heute schon so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern leben, ist es sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe, überhaupt zunächst einmal öffentliche Räume zu schaffen. Und als ich nach Dubai eingeladen worden bin, habe ich sehr früh eigentlich auch die Frage gestellt, ist es sinnvoll, dass wir mit einem Opernhaus anfangen? Ich habe das eher bezweifelt und gleichzeitig aber gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir mit großen öffentlichen Räumen anfangen, denn es ist wichtig, dass eine Stadt überhaupt die Kommunikation mit sich selbst beginnt, dass Menschen, die aus so verschiedenen Kulturen, Religionen, sozialen Schichten, demografischen und geopolitischen Kontexten kommen, überhaupt den Dialog miteinander beginnen. Und der Dialog beginnt außerhalb der Shopping Mall zumindest und außerhalb der elektronischen Medien, die ja oftmals kommerzielle Medien sind. Und die Shopping Mall ist ein kommerzieller, nicht öffentlicher Raum, sondern ein kommerzieller Raum. Muss es also öffentliche Räume geben. Und insofern war es für mich eigentlich eine tolle Herausforderung, eingeladen zu sein, mitzuwirken daran, wie kann man eigentlich öffentliche Räume schaffen in einer Stadt, die in so kurzer Zeit entsteht und so, man könnte sagen, ein Labor der Globalisierung ist, das sehr vielfältige Aspekte dessen, was die Welt heute insgesamt ausmacht, abbildet. Also Sie würden sagen, es ist möglich, eine Stadt zu entwerfen, zu designen und solche Projekte zu realisieren auch. Es ist ja nicht so, dass diese Stadt tatsächlich am Reißbrett entstanden ist, sondern was ja für viele Städte gilt, selbst für Dubai kann man inzwischen sagen, dass es eine Stadt ist, die sehr, sehr viel auch geprägt ist von Spontanität, von Zufällen, von manchmal auch Fehlern und Pannen, die passiert sind. Das wird auch für diese Stadt weiterhin gelten. Sicherlich entspricht sie nicht den gewachsenen Vorstellungen, die wir von unserer Stadt in Europa haben, wobei man sicherlich auch in unserer Welt nicht mehr von einem Stadtmodell sprechen kann. Auch der Westen hat nicht ein Stadtmodell hervorgebracht. Städte wie Berlin unterscheiden sich grundsätzlich von Städten wie beispielsweise Basel. Und insofern glaube ich, dass
wir insgesamt auch anerkennen müssen, dass das 21. Jahrhundert eben auch eine Vielfalt von verschiedenen Stadtmodellen entwickelt und sicherlich jetzt nicht zu erwarten ist, dass in wenigen Jahren vielleicht in der Schweiz auch so etwas wie Dubai entstehen wird. Aber sicherlich, ich habe es eben schon gesagt, die Stadt ist ja, um mit Shakespeare zu sagen, vor allen Dingen die Menschen und nicht so sehr nur die Gebäude. Und das, was Dubai sozusagen als soziales Potenzial abbildet, das ist natürlich schon gewissermaßen ein Symbol für das, was heute weltweit geschieht. Herr Durac, Sie als kritischer Beobachter der Architekturentwicklung, glauben Sie an das Projekt Dubai? Glauben Sie, dass es funktioniert? Ich bin skeptisch, denn es ist natürlich von großer Künstlichkeit. Zweifellos sind alle diese Gebäude sehr interessant. Sie sind zum Teil extrem, wenn man allein an die Höhenentwicklung denkt. Sie sind auf Inseln gestellt, die künstlich ins Meer gelegt worden sind. Und all das spricht natürlich einen sehr synthetischen Charakter dieser Schöpfung aus. Und so synthetisch wie dieser Charakter ist natürlich auch der Reichtum des Landes, der sich auf das Öl gründet, das irgendwann zu Ende geht. Und das ist sicherlich ein menschliches Experiment, so etwas zu machen. Und ich finde interessant die Anschauung von Herrn Schindhelm, dass hier versucht wird, die Menschen aus den verschiedensten Kontinenten, aus dem unterschiedlichsten Herkommen zu einer Stadtgesellschaft zusammenzuschweißen. Das bedarf vielleicht wirklich sehr kräftiger Akzente. Das bedarf vielleicht des Exorbitanten, das man aufrichten muss, des Zeichenhaften. Und von daher könnte es eine Begründung auch für diese Künstlichkeit geben. Aber es bleibt ein Experiment mit unsicherem Ausgang. Heißt das, da gebe ich die Frage vielleicht an Herrn Loderer weiter, dass Künstliches, einfach solches, was sag ich mal, virtuell fast schon entsteht, gar nicht funktionieren kann, dass es immer zuerst das Alte braucht, damit Neues entstehen kann? Ich denke, man muss auch ein bisschen den Zeitrahmen anschauen. Ist es ein Erfolg, wenn es in 30 Jahren funktioniert oder wenn es in 300? Also, ich war nie in Dubai. Ich rede so daher. Ich bin auch skeptisch, weil ich nicht sicher bin, dass die sozialen und ökonomischen Quellen wirklich ausreichen, aber fragen Sie doch jemanden, der das besser weiß. Aber Sie können doch beurteilen, ob etwas, wie Herr Gurac schon gesagt hat, Künstliches überhaupt eine Chance haben kann. Also es gibt auch in der Schweiz Projekte, die einfach mal hingestellt wurden, wo man eine Idee hatte, das müsste so funktionieren, dass man dann mit Menschen füllen wollte. Und es gibt das andere, es gibt das Althergebrachte, auf das sich eben Neues auch bezieht. Ja, aber auch Troja war schon künstlich. Also zu behaupten, diese Stadt sei künstlich und die andere nicht, das halte ich für verfehlt. Man müsste eher fragen, hat sie eine Geschichte oder hat sie keine und wenn ja, welche? Dann fragen wir so, kann eine Stadt ohne Geschichte entstehen? Also, was heißt Geschichte? Wenn Sie die amerikanischen Städte nehmen, die mehr als 100 Jahre Geschichte haben, sind sie schon alt. Herr Alt-Senatsbaudirektor, eine Frage an Sie. Hat es Sie nicht in Berlin manchmal unter den Fingern gejuckt bei diesen, ich sage jetzt mal, ganz hässlichen sozialistischen Bauten? Ich finde das jetzt als Tourist aus der Schweiz, wenn ich in Berlin bin, jedes Mal ganz schlimm, wenn ich am Alexander stehe und diese Bauten da sehe, diese einfach mal abzureißen und sagen, wir machen da ein schönes Berlin. Muss man da alles stehen lassen, was damals entstand? Auch diese Plattenbauten-Siedlungen zum Beispiel. Es ist ja eine Frage, die man in Deutschland wahrscheinlich anders beantwortet als in anderen Ländern. Also meine Generation hat gelernt, dass Abreißen keine Lösung ist. Also ich bin groß geworden in den 70er Jahren mit dem Gedanken, dass die Gründerzeit zu erhalten sei. Also die großen Bauten, die sogenannten Mietskasernen, also das wilhelminische Berlin und natürlich nicht nur in Berlin, sondern in allen anderen deutschen Städten auch, überall da, wo Städte entstanden sind, außerhalb der Altstädte, die waren diskreditiert. In den 20er Jahren fing das an. Und in Mitte der 70er Jahre hat man angefangen,
selbst in solchen Wohnungen wohnend, zu entdecken, dass die gar nicht so schlecht sind, die Wohnung, in der man wohnt. Und daraus ist eine Haltung erwachsen, die erstmal gesagt hat, Leute, bevor ihr was abreißt, guckt es erstmal genau an, vielleicht ist es brauchbar. Auch wenn es, Herr Goratsch, wenn es produziert wurde, ist, die Neubauten produziert wurden für eine Familie, die es in dieser Form nur noch als kleine radikale Minderheit gibt. Also eine Wohnung mit einer kleinen Küche, mit einem kleinen Bad und dergleichen mehr, mit einem Wohnzimmer. Vielleicht ist sie heute geeignet für den Single-Haushalt. Also muss daran erinnern, also Berlin besonders, aber in Deutschland ist sozusagen der Single eigentlich der Normalfall inzwischen in der Stadt geworden. Also diese Wüstenrot-Familie mit Vater, Mutter und ein paar Kindern und einem Hund. Und sozusagen, das ist inzwischen eine kleinere Gruppe geworden. Und die jüngeren Leute, die Einpersonenhaushalte, auch die Älteren natürlich, die suchen andere Wohnungen. Und vielleicht ist dieser Typ von sozialem Wohnungsbau aus den 50er und 60er Jahren gar nicht so schlecht für solche Leute. Also ich bin jedenfalls dafür, nicht abzureißen, sondern erstmal darüber nachzudenken, ob man es nicht gebrauchen kann. Und hatten wir plädiert für das Weiterbauen. Also nicht abreißen, nicht in dem Entweder-Oder-Denken, sondern zu sagen, okay, wir gucken das mal genau an, was kann man da verwenden, kann man es umbauen, abstocken und dergleichen mehr. Das ist doch, da haben wir doch genau die große Herausforderung. Sie haben selbst gesagt, die Hälfte der Leute in Berlin sind Single. Diese Single wohnen immer auf mehr Platz, sie brauchen immer mehr Platz und die Menschen leben immer mehr in den Städten. Also haben wir eine große Herausforderung. Herr Lothar, wie lösen wir das? Wie verdichten wir die Städte in der Zukunft? Ja, nehmen Sie das Beispiel von Zürich, das ich einigermaßen kenne. Alle reden von Verdichten, aber Sie denken, eigentlich müsste man im Zentrum verdichten. Dabei, wenn Sie wirklich verdichten wollen, dann müssen Sie dort verdichten, wo es noch Platz hat, zum Beispiel an der ganzen Goldküste. Alle diese wunderbaren Gärten mit 2000 Quadratmetern Land, dort hat es noch sehr viel Platz, es ist bestens erschlossen. Seesicht ist garantiert, dort muss man verdichten. Man muss nicht im Zentrum irgendwelche Dinge abreißen, damit man Hochhäuser bauen kann. Und dann reden Sie bitte mit diesen Eigentümern oder Sie können auch einfach auf den Erbgang warten und dann wird das Gebäude abgerissen und die ganze Umgebung schreit Zeter Mordio, weil dann natürlich viel mehr draufgepackt wird, als vorher drauf war. Und dann haben die anderen das Gefühl, Ihr Grundstück sei abgewertet worden bis zum nächsten Erbgang, dann stellt sich nämlich heraus, dass auch Ihr Land gestiegen ist. Also die ganze Verdichtungsdiskussion muss gelöst werden von einer Konzentration, von dieser Röhrenblick auf das Stadtzentrum. Wir haben in den Agglomerationen haben wir noch Platz für mindestens dreimal so viele Leute wie jetzt. Ja. Aber nicht in den Zentren, sagt sie. Die Zentren stehen lassen und wenn, dann Neues bauen an den Rändern. Einfamilienhäuser weg, Einfamilienhäuserquartiere weg und dort verdichten. Ja, ich bin bekannt dafür, dass ich die Hüslis anzünden möchte, oder? Wir sind hier in der Agglomeration von Basel, Herr Lothar. Sie werden hier mit Ihrer Vision, denke ich... Es ist grundsätzlich anders, die Lage. Es ist einfach kompliziert durch diese Grenzen, aber der Markt zum Beispiel ist ziemlich ähnlich. Das heißt, also Riechen mit den vielen schönen Einfamilienhäusern wäre ein Fall, um verdichter zu bauen für Sie. Ja, nehmen Sie das Bruderholz, dort hat es noch Platz. Das Bruderholz, das ist so die Villengegend von Basel. Ist das die Zukunft? Einfamilienhäuser weg, meine Herren? Das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mir sagen, was die Transportkosten sein werden in 20 Jahren. Das heißt, wir sind nicht mehr mobil in 20 Jahren. Wir möchten alle im Zentrum wir glauben, wohnen. Wir glauben natürlich, ich weiß nicht woher, dass Gott oder das Schicksal oder die Regierung eigentlich dafür sorgen muss, dass alles so weitergeht wie bisher. Und wenn man so die letzten Risse im Gebälk anschaut der Schweiz, dann ist das nicht so garantiert, dass wir unsere Staatsmaxime, wir sind reich, wir wollen reich bleiben und wir wollen reicher werden, die nächsten 30 Jahre durchhalten werden. Und dann wird es Verschiebungen geben, da müssen Sie vielleicht Ihr Elternhaus zur Hälfte des Preises verkaufen, auf den Sie nun als... Wie das halt Erben sind, raubgierige Erbe hoffen.
Ich kann nur sagen, zum Glück habe ich kein großes Elternhaus, sonst käme ich in große Zweifel wahrscheinlich. Aber was sind das für Anforderungen in dem Fall an unsere Städte der Zukunft, Herr Kohn? Wie sehen Sie das? Ja, auf dichtem Raum leben, wir brauchen Verkehr, wir brauchen die Energie für diesen dichten Raum, wir brauchen völlig neue Organisationsstrukturen, stelle ich mir vor. Wie sehen Sie das? Das ist auch wiederum von Stadt zu Stadt und von Land zu Land verschieden. Basel hat inklusive Rhin 200.000 Einwohner. Ich glaube, dass in der Metro Basel innerhalb der nächsten 10 Jahre 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Dazu gehört aber dann auch der deutsche Teil und auch der französische Teil. Ich denke schon, dass man die Menschen unterbringen kann. Und ich denke schon, dass man die Menschen. Wie soll denn die Stadt in Zukunft aussehen? Die Stadt wird sich so weiterentwickeln, so wie sie sich bisher entwickelt hat. Ich glaube nicht daran, dass also hier fundamentale Eingriffe erfolgen. Warum auch? Und natürlich wird man in den Landgebieten bauen und man wird besser bauen, man wird ästhetischer bauen, man wird organischer und auch ökologischer bauen. Das ist eindeutig. Ich würde mal heute als die große Aufgabenstellung sehen, dass alles unter dem Blickwinkel einer nachhaltigen Entwicklung, und dazu gehört eben die Ökonomie, dazu gehört die Ökologie und dazu gehört die soziale Verantwortung, gesehen wird. Und wenn man diese drei Faktoren auf einen Nenner bringt, dann gibt das eigentlich schon eine ganze Menge Antworten auf Fragen. Da spielt dann etwas wie Ästhetik eine Rolle. Und ich finde, dass sehr viele dieser alten Bauten einfach sehr ästhetisch sind. Und man kann sie auch technisch erneuern, ohne dass man also rein von dem Visuellen her elementare Änderungen durchführen kann. Dürfen wir, meine Herren, wirklich einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, oh, das kommt schon gut, die Stadt wurde bis jetzt schon gebaut, die baut sich munter weiter, es braucht keine großen Visionen. Dürfen wir so denken, wie Herr Kohn denkt? Das machen wir ja gar nicht, sondern wir planen große Infrastrukturbauten. Wir bauen jetzt, Basel geht es, wie soll die S-Bahn gebaut werden in Basel? Und das wird die Stadt mehr verändern, als wenn Sie noch etwas am Bau- und Zonenplan herumschrauben. Mhm. Wenn Sie bedenken, was es bedeutet, dass jetzt die Autobahn durch Basel-Nord hindurchgewürgt wurde und was das für Elsass heißt, dann merken Sie, dass diese Dinge sehr viel wichtiger sind, als wenn man sagt, ihr dürft jetzt noch ein bisschen die Dachgeschosse ausbauen. Wir machen ununterbrochen riesige Projekte und führen sie durch. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben in 50 Jahren haben wir ein Autobahnnetz gebaut, das dichter ist als überhaupt irgendwo auf der Welt, die schönsten Beleuchtungen hat, die wunderbarsten Tunnel und so weiter und so fort. Wir machen dieses fertig und wir haben nie bedacht, was das für die Schweiz heißt. Und dort, ich würde behaupten, die großen Einflüsse kommen aus den Infrastrukturbauten. Und da haben wir, weiß Gott, in den letzten 50 Jahren viel gemacht. Und wenn Sie schauen, was alles noch auf dem Möni ist, dann haben wir noch mindestens 30 Jahre ziemlich viel zu tun. 2030 zum Beispiel. Herr Schindelhelm, ist also die Schweiz viel visionärer, als sie sich selber sieht? Also wir sollten vielleicht wirklich nicht so viel über Visionen sprechen, weil es ist ein Marketing. Also jetzt kommen wir nochmal, ich glaube, das ist so, ich habe kürzlich an einer anderen Diskussion teilgenommen, da ging es auch um Visionen. Und wir haben dann eigentlich festgestellt, dass es dafür auch ein deutsches Wort gibt, nämlich Leitbild. Und Leitbild klingt besonders unerfreulich. Das mag vielleicht auch der Grund sein, warum wir jetzt dafür dazu Visionen sagen. Ich glaube, dass wir aber vor allen Dingen feststellen, wenn wir über Vision sprechen, dass es sehr viel mit Marketing zu tun hat, meiner Meinung nach. Also ob etwas groß, klein, nachhaltig oder von kurzer Dauer ist, wird sowieso in der Regel erst die Zukunft entscheiden. Also insofern ist es für uns natürlich oftmals sehr einfach auch zu sagen, die Moderne ist gescheitert, die Moderne hat Fehler gemacht oder hat sich völlig falsch orientiert. Die Moderne selbst war in einer anderen Situation, als wir heute sind. Wir sozusagen die Zukunft der Moderne handelt über die Moderne anders, als die Moderne über sich selbst gehandelt hat. Und insofern wird also auch die Zukunft, unsere Zukunft möglicherweise über uns anders denken, als wir über uns denken.
Ich glaube jedenfalls, dass die Schweiz tatsächlich ein sehr modernes Gemeinwesen ist. Und zwar keineswegs nur, wenn es um Städteplanung geht, sondern wenn es überhaupt um die gesellschaftliche Entwicklung der Schweiz geht, insbesondere der letzten 50, 60 Jahre. Die Schweiz hat zum Beispiel im Unterschied zu Deutschland ein anderes Verhältnis entwickelt, sowohl zur Globalisierung als auch zur eigenen Tradition und zur eigenen Geschichte, zu ihrem eigenen Standort an sich. Das hat enorme Konsequenzen für letztendlich auch das Verständnis von Urbanität, dem Umgang mit dem Fremden, dem Anderen, dem Neuen, als das in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, gerade aus deutscher Sicht wird oftmals die Schweiz für besonders betulich, rückwärtsgewandt und konservativ gesehen. Ich gehöre zu den Leuten, die das nicht unbedingt teilen, auch wenn ich nicht alles gut finde in diesem Lande. Und mir fällt es insgesamt schwer, eigentlich nur über die gebaute Stadt zu sprechen, weil ich immer der Überzeugung bin, dass die Stadt, ich sage es nochmal, vor allen Dingen die Menschen sind. Die Stadt hat sehr viel zu tun mit den politischen und sozialen Verhältnissen. Und Herr Loder hat es ja eben schon gesagt, also wir stehen heute vor relativ unbestimmten, aber gewaltigen Herausforderungen, die wir nicht genau definieren können, politischer, wirtschaftlicher, ökologischer Natur, sozialer Natur. Wir sind vielleicht gerade weil, und jetzt sage ich nicht nur die Schweiz, sondern in Europa, weil wir durch große Krisen und Erschütterungen gegangen sind, besonders sensibilisiert auch dafür, dass solche Dinge auf uns zukommen, nachdem wir die letzten Jahrzehnte relativ bequem und ruhig unseren Fortschritt weiterentwickelt haben und vielleicht unsere Visionchen abgehakt haben. Wir sehen, dass da draußen in der Welt außerhalb Europas gigantische Transformationen stattfinden, ohne dass wir genau wissen, welche Konsequenzen sie für uns haben. Und insofern fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass in einer solchen Umgebung tatsächlich es möglich ist, ein Gemeinwesen wie die Schweiz mit sehr starken basisdemokratischen Ansätzen plötzlich dazu zu bewegen, gewaltige Sprünge zu machen. Denn unter solchen Voraussetzungen, glaube ich, sind natürlich viele Menschen zunächst einmal eher geneigt, dem Neuen gegenüber skeptisch zu sein, konservativ. Und das fällt mir an Europa insgesamt auf. Wenn Sie, wie ich, und ich weiß nicht, was Herr Kohn dazu sagt, aber wenn Sie viel außerhalb Europas sind, in anderen Städten, in anderen Gesellschaften, dann spüren Sie das schon sehr oft, dass bis zum gewissen Grad bei uns eigentlich ein unglaublicher Druck herrscht in Bezug darauf, was kommt auf mich zu. Eine geradezu Furcht vor diesem Neuen, vor diesem Furor der Globalisierung, weil wir eigentlich uns oftmals eher als Verlierer dieser weiteren Entwicklung sehen. Und weil wir die Demokratie haben, können wir dann eben mit darüber befinden, wie diese Zukunft aussehen soll. Im Unterschied zum Beispiel im asiatischen Raum, China zum Beispiel, Shanghai, da kann ja eine Regierung entscheiden, was mit Shanghai geschieht. Und da werden ja ganze Stadtteile einfach plattgewalzt, neue Stadtteile aufgebaut, die Geschichte verschwindet, Herr Stimmern. Ja, aber das sind auch nochmal, das sind wachsende Gesellschaften. Also Dubai, also ganz Asien ist ja lebt in einer Zeit, die wir ja gar nicht mehr kennen, die vielleicht am Ende des 19. Jahrhunderts als Erfahrungshintergrund typisch war in Europa, wo Städte, die ein paar hunderttausend Einwohner hatten, plötzlich auf 4 Millionen oder mehr Einwohner gewachsen sind, weil das Infrastruktur gebaut wurde, Eisenbahn gebaut wurde, Straßen gebaut wurden, U-Bahn gebaut, Gaswerke, Strom. Diese ganze Industrialisierung ist ja ein dramatischer Prozess, den man vielleicht vergleichen kann mit dem, was heute in Asien passiert. Und insoweit, aber dort gibt es eben die Möglichkeit, große Würfe zu machen, was Sie ja wahrscheinlich in Berlin ja, nicht aber machen wir sind konnten. Ja, weil Sie leben sind ja, ich weiß nicht, der Demokratie. Von Basel höre ich, dass es wächst um 20.000 Einwohner. Das ist ja immerhin schon mal 10%. Also Basel ist eigentlich erstmal viel geschrumpft in den letzten Jahrzehnten. Das muss man auch dazu sagen. Ja, aber sonst in Deutschland oder in Europa, jedenfalls in Deutschland, können wir sagen, eine wachsende Stadt. Also wenn Hamburg bezeichnet sich selbst als wachsende Stadt, weil da irgendwie ein Einwohner dazugekommen ist. Aber Es ist eigentlich sind alle deutschen Städte stagnieren auf dem Niveau, also plus minus 3 oder 4 oder 5% und viele Städte schrumpfen und sie verändern sich. Dort, wo Arbeitsplätze sind, siedeln sich Menschen an. Deswegen sind die Fragen nach Visionen. Also wer heute eine Vision stellt für eine Stadt, die sich bevölkerungsmäßig gar nicht verändert, sondern nur in sich verändert, also größere Wohnflächen beansprucht pro Haushalt, aber nicht einwohnermäßig sich verändert, das stellt
da stellen sich ganz andere Probleme. Also wenn da es gibt ja schon, glaube ich, noch ein Problem, über das wir jetzt hier bisher nicht gesprochen haben. Und das ist, dass unsere Gesellschaften sich selbst ja doch sehr stark verändert haben in den letzten 50 Jahren. Also nicht nur in ihren Ansprüchen, sondern an sich. Wir haben immer weniger Kinder und wir werden immer älter. Wir wissen, dass unsere eigenen Sozialsysteme eigentlich nicht entwickelt worden sind für die Gesellschaft, auf die wir selbst zusteuern. Auch das, also das Schrumpfen der Städte hat ja unter anderem auch damit zu tun, dass wir ja erstmal an sich schon immer weniger Menschen werden in Europa und speziell auch gerade in Zentraleuropa. Die Städte bei wachsenden Ansprüchen. Also wir wohnen in Deutschland im Durchschnitt auf über 40 Quadratmeter pro Einwohner. Also jeder Einwohner hat im Schnitt 40 Quadratmeter. Ich bin groß geworden mit 8 Leuten in einem Haus mit, was weiß ich, 50 Quadratmetern, also mit Doppelbetten und dergleichen mehr. Also das in einer Generation, das sind ja gigantische Sprünge, die wir gemacht haben als Wohlstandssprünge, ohne dass die Einwohnerzahl sich verändert hat. Darf ich nochmal zurückkommen zur Ursprungsfragestellung? Verhindert die Demokratie möglicherweise eben große Würfe, große Entwicklungen? Nein, diesen Würfen. Es ist vielleicht groß, aber Würfe sind es ja keine. Also beispielsweise, hallo, da nehmen wir den Novartis Campus. Ich denke, der Novartis Campus, darf man sagen, das ist ein Wurf. Wäre der in einer, das ist von einer privaten Firma, geplant und umgesetzt? Ich behaupte mal, das wäre jetzt, wenn es an der Urne entschieden würde das nicht akzeptiert werden. Natürlich, in Basel ist die Chemie heilig, ist die Messe heilig und Herzog Dömeron. Das sind die drei, die die Stadtentwicklung bestimmen. Herzog Dömeron baut nicht auf den Campus. Und es wird in Basel weder gegen die Messe gestimmt, noch gegen die Chemie. Da können Sie sich drauf verlassen. Aber wenn jetzt, ich rede nicht. Aber Entschuldigung, das ist doch die Fragestellung, was Herr Vassella auf diesem Campus macht, die stellt sich doch für die Öffentlichkeit nicht. Ich meine etwas anderes. Ich meine, sind solche große Würfe nur noch privatwirtschaftlich möglich? Aber ja doch. Das ist doch Architektur, ist doch immer in gewisser Weise auch ein autoritärer Prozess. Wenn Sie das in der Allgemeinheit entscheiden, dann kommt in der Regel die Inkarnation der Durchschnittlichkeit dabei raus. Das muss natürlich in gewisser Weise von Autoritäten bestimmt werden. Und es ist auch nicht gesagt, dass wenn Sie sich den besten Architekten der Welt nehmen, dass der für Sie ein tolles Gebäude baut. Dazu gehört es eben einen wirklich versierten Bauherrn, der eben den Architekten zur Höchstleistung treibt. Das ist im Design genauso. Also ist sowas wie Novartis Campus nur privat möglich? Herr Stimmann, in einer Stadt wie Berlin könnte man sowas nicht umsetzen. Also die Frage steht sich. Die große Industrie war immer, wenn die große Industrie sich in Europa entwickelt hat, also die große Elektroindustrie, Chemieindustrie, nicht nur in Basel oder die Stahlindustrie oder die Kohleindustrie oder die Häfen, das waren gigantische Entwürfe, die natürlich nicht demokratisch abgestimmt wurden. Da wurde eine Siemens-Fabrik gebaut oder eine Farbwerke Höchst-Fabrik realisiert oder ein Krupp in Essen hat riesige Werke gebaut. Das ist sozusagen eingebaut in die Entstehungsgeschichte von großer Industrie. Gibt es aber auch heute noch. Ja, nehmen Sie das Beispiel Hamburg. Wenn eine große Schweizer Firma nach Berlin kommen würde, also da würden wir alle stramm stehen und würden, ist ja eh nichts mehr abzureißen, aber da würden wir den schon. Es ist doch einfach nicht, es ist nicht so, dass wir nichts gebaut haben. Wir haben ein Ding wie Novartis Campus, das haben wir auf dem Hönkeberg schon mal hingestellt, dann haben wir es für die Uni Zürich noch mal hingestellt. Wir haben für die Universität Bern ein Riesending hingestellt. Wir haben in Lausanne für die ETH und für die Universität alles von der Größenordnung haben wir höchst demokratisch durchgesetzt. Wir haben ein Autobahnnetz super demokratisch durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, was Sie für Sorgen haben. Dafür wartet Zürich seit Jahren auf ein neues Kongresshaus und wird wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte warten müssen. Das ist eben, weil Zürich gar kein Kongresshaus braucht. Das ist es doch. Und die Leute das begriffen haben. Zürich wird wahrscheinlich auch auf einen Erweiterungsbau des Landesmuseums warten müssen. Der kommt durch. Da sind Sie überzeugt davon? Ja. Auch wenn die SVP sagt, gibt es nicht, ist zu groß. Die SVP hat in Zürich in der Stadt nichts zu sagen. Aber das Kongresshaus, sagen Sie jetzt, braucht Zürich nicht. Ja, aber es wurde ja, denke ich jetzt auch mal aus vielleicht aus Bescheidenheitsgründen Nein gesagt zu diesem großen Klotz direkt am See in Zürich. Das möchte man nicht in der Schweiz. Man möchte freien Blick auf den See für alle.
Also wir können ja die ganze Diskussion noch einmal aufrollen, aber es ist immer bei Ablehnung, wenn etwas in der Volksabstimmung durchfällt, ist es nie nur ein Grund. Das ist mal klar. Und da kann man sich fragen, was gibt den Ausschlag, dass man dann 56% hat und nicht 44%, dann wird es ziemlich schwierig. Und ich kann nur sagen, warum ich dagegen war. Nicht wegen dem großen Wurf, sondern weil die ein Baudenkmal abreißen wollten, das nicht zur Disposition steht. Ende der Stange. Hätten die ihr Kongresshaus woanders geplant, hätte man darüber reden können. Aber nicht das alte Kongresshaus opfern für dieses neue? Sicher nicht. Warum denn? Sie sollten vielleicht einmal mit mir einen Spaziergang machen und sich das Ding anschauen, dann kämen Sie geläutert heraus und wären einer wie ich. Trotzdem, Herr Schindhelm, wenn man mit Wirtschaft... Also dann hätte er auch Visionen sozusagen. Nein, dann hätte er einmal im Leben Architektur mit offenen Augen wirklich angeschaut. Also ich mache die Tour mit Ihnen. Herr Schindhelm, wenn man mit Wirtschaftsführern redet, hier in der Schweiz, dann sagen die oft, sie hätten gerne die Zustände in Dubai oder in Shanghai, ja, wo man relativ rasch Dinge umsetzen kann. Und hier hat man Verbandsbeschwerderecht, hat viele Hürden. Kriegen Sie das so mit? Ist das denn so viel einfacher in Dubai, etwas umzusetzen in ganz kurzer Zeit? Oder Abu Dhabi? Also zum einen, ich höre das gar nicht so oft. Ich höre das oft von Journalisten, dass das andere Leute sagen würden. Es ist auch so, dass wer tatsächlich sozusagen dort, Sie werden das vielleicht bestätigen können, Herr Kohn, tätig ist, stellt dann fest, dass es natürlich eine ganze Reihe von Barrieren gibt. Und so einfach lässt sich dann auch nicht sozusagen das Licht vom Himmel holen auf die Erde. Es ist zwar vieles schnell gebaut worden, man sieht aber auch gleichzeitig, dass hohe Geschwindigkeiten irgendwann nicht mehr durchzuhalten sind und auch Wachstumsraten nicht durchzuhalten sind. Ich will das nochmal sagen, der Reichtum von Dubai basiert heute nicht mehr auf Öl. Es sind 5% noch des gesamten Bruttosozialproduktes in Dubai auf Öl basierend. Trotzdem ist es so, dass eigentlich Dubai von einer Abhängigkeit in die andere geraten ist, und zwar vom Öl in die Immobilienspekulation. Und das hat nach der weltweiten Wirtschafts- oder Finanzkrise eben auch dazu geführt, dass Dubai jetzt zurückstecken muss. Und wenn Sie so wollen, können Sie sehen, dass im Zeitraffertempo möglicherweise viele dieser Schwellenländer durch Entwicklungen gehen, die, Sie haben es vorhin schon angedeutet, in Europa auch bestritten werden mussten, in vielleicht längeren Zeiträumen, aber sicherlich nicht mit weniger großen Risiken und auch zum Teil Krisen. Das heißt also, das, was zum Beispiel heute am Golf passiert, nämlich eine Neuordnung der Städte untereinander und auch der ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, so das haben wir natürlich vor 100 oder 150, 200 Jahren auch in Europa gehabt. Und das gehört auch zum Reifeprozess einer Gesellschaft dazu. Denn wenn es also am Anfang immer schnell geht, dann ist das, glaube ich, eher die Regel. Und wenn es langsamer wird, dann ist das auch ein Zeichen von Reife, ganz, ganz einfach, einer Gesellschaft. Und ich denke, dass immer schnell bauen und immer groß bauen mit Sicherheit nirgendwo funktioniert, auch in China und im Mittleren Osten nicht. Vor 10 Jahren hat man zum Beispiel den Umweltschutz in Dubai und in Abu Dhabi für eigentlich völlig überflüssig erklärt. Heute sind eigentlich die innovativsten Umwelttechnologen ausgerechnet in dieser Region tätig, weil sie wissen, dass sie dort am ehesten große Projekte kriegen. Denn diejenigen, die in Dubai bauen, wissen heute, dass sie ohne auf die Energie zu achten und auf die Zukunft der Energie eigentlich nicht mehr bauen können. Aber wieso war es dann zu schnell? Kamen die Leute nicht mit? Kamen das Verständnis der Stadt nicht mit? Oder was war dann also zu schnell? Natürlich kann man sagen, die Stadt Dubai, ich könnte Ihnen Bilder zeigen vom Masterplan, ist eigentlich zu 40% erst gebaut worden. Und insofern kann man eigentlich gar nicht von einer fertigen Stadt Dubai sprechen und die vergleichen wollen mit Basel oder auch selbst mit Berlin. Das geht gar nicht. Aber das, was Sie heute vorfinden, ist natürlich auch tatsächlich zunächst einmal bestenfalls der Versuch, eine urbane Gesellschaft zusammenzubringen. Da fehlen ganz entscheidende Dinge, Plätze und öffentliche Räume beispielsweise, in denen überhaupt eine Gesellschaft zu sich selbst kommt und ihre Identität findet. Und das kann man für viele chinesische Städte oder indische Städte heute ganz genauso sagen. Aber wir müssen diesen Städten, auch wenn sie schnell sind, trotzdem natürlich Zeit geben einerseits. Und wir müssen noch etwas bedenken. Ich glaube, bei aller Skepsis, die wir vielleicht alle teilen gegenüber diesen Entwicklungen, ich denke, dass wir gut daran tun, natürlich unsere Erfahrungen bei der Entwicklung von Stadt auch mit einbringen und versuchen, uns damit auseinanderzusetzen, was dort passiert. Denn diese Städte
Städte werden sich sowieso entwickeln, aber es ist so, dass die Städte nicht sich blind entwickeln, sondern dass die Menschen in diesen Städten, die Verantwortung tragen, sehr wohl gucken, was wir gemacht haben und sehr wohl eigentlich auch zuhören, wenn man mit ihnen spricht. Aber ist nicht genau das, was wir eigentlich lernen sollten von diesen Städten? Und ich denke, wir haben da in der Schweiz genau gleiche Experimente auf kleinem Raum. Ich denke an Zürich, Neu-Oerlikon zum Beispiel. Da wurde auf einer alten Industriebrache in Nullzeit, in wenigen Jahren, ein völlig neues Stadtquartier aus dem Boden gestampft. Ohne Geschichte am Schluss eben, also die Industriegeschichte natürlich, aber keine Restaurants, keine Geschäfte. Es gab künstliche Plätze, es gab künstliche Lebensräume, die nicht leben, heute noch nicht leben. Ja, 10 Jahre, nachdem es jetzt steht. Wenn wir dort einen Stadtspaziergang machen würden. Ich komme sehr gerne mit Ihnen spazieren, Herr Loderer. Weil, aber wir sind wahrscheinlich gar nicht so weil weit diese auseinander. Klagen sind eigentlich unterdessen schon 5 Jahre veraltet. Ich sehe das Leben aber immer noch nicht in diesen Stadt. Weil Sie von einer Vorstellung ausgehen, es müsste sein wie eine italienische Kleinstadt am abends um 7, wo der Corso läuft. Wenn Sie in die gleiche Stadt gehen, nachmittags um 3, ja, ist keine Seele dort. Also wir haben auch völlig romantische Bilder, wie eine belebte Stadt eigentlich funktionieren sollte. Und das haben wir zum größten Teil in den Ferien gelernt. Weil nur in den Ferien sind wir überhaupt aufmerksam auf städtische Phänomene dieser Art. Oder im Fernsehen. Und dann kommen wir zurück und erzählen, wie eine Stadt funktionieren sollte und sind enttäuscht, wenn Neu-Oerlikon nicht so funktioniert. Schon nur die Regenmenge in Neu-Oerlikon ist nicht dieselbe wie in Fabriano bei Ancona. Also, dann kommt doch dazu, Neu-Oerlikon ist in kürzester Zeit eigentlich doppelt so schnell, wie man gemeint hat, gebaut worden. Und jetzt schlage ich Ihnen vor, warten wir mal 30 Jahre, bis die erste Generation dort mal durch ist. Und dann gehen wir noch mal hin und schauen uns Neu-Oerlikon an. Ich komme dann nicht mehr, aber Sie. Und ich behaupte, dass Neu-Oerlikon durchaus eine gute Chance hat, ein ziemlich normales Stadtquartier zu werden. Und das finde ich dann ziemlich eine Leistung von der Generation, die das gebaut hat, dass ihr Quartier normal funktioniert und nicht aufgeregt ist, sondern halt ein Stadtquartier. Die Ursprungsfragestellung war ja, sollen wir Altes bewahren und weiterentwickeln oder sollen wir Altes verschwinden lassen, Neues entstehen lassen, um die Stadt der Zukunft möglich zu machen. Und das führt uns zur Schlussrunde. Herr Schinhelm, also Ihr Fazit aus dieser Diskussion? Also nicht nur aus der Diskussion, also die war anregend und ich habe auch Neues gehört, aber zu diesem Thema habe ich vorher auch schon eine Meinung gehabt. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten, sondern man muss es jeweils auf den Punkt einer Gesellschaft hin sich anschauen. Das ist anders in der Schweiz als zum Beispiel in Hongkong, wo ich heute arbeite, wo Menschen übrigens sehr viel Individualität und Flexibilität auch in 120 Stockwerke hohen Gebäuden entwickeln können, wie das ja auch in anderen Städten der amerikanischen Welt beispielsweise möglich ist. Also ich glaube, dass es tatsächlich auch so etwas gibt wie Geopolitik und die Stadt, ich kann es nur wiederholen, hat sehr viel zu tun mit der gewachsenen oder eben auch weniger gewucherten Geschichte ihrer Gesellschaft, ihrer städtischen Gesellschaft. Und ich persönlich bin ein Deutscher, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist und der sehr viel, eigentlich zweimal in meiner eigenen Lebensgeschichte hat verschwinden sehen an Altem, an Gewachsenem, nämlich sozusagen die Ruinen, die ich noch in der DDR gesehen habe als Kind, nach den Bombardierungen in den Städten, vor allen Dingen auch in meiner Heimat. Und dann nach 1989, wo natürlich sozusagen die DDR innerhalb von kürzester Zeit verschwunden ist. Und vielleicht lassen Sie mich zu dem Punkt noch was sagen. Wir haben einfach wirklich heute ein anderes Verhältnis zu dem, was alt ist. Ich jedenfalls habe ein anderes Verhältnis dazu. Es gibt auch Dinge, die sind erst 10 Jahre alt für mich. Und sie sind schon alt und sie sind schon eigentlich gefährdet zu verschwinden. Und auch das ist eine Beobachtung, die wir verinnerlichen müssen, dass vor 200 Jahren noch die Menschen glaubten, das, was mindestens 2000 Jahre alt ist, ist wichtig, konserviert und aufbewahrt zu werden. Vor 100 Jahren waren es die Dinge, die 200 Jahre alt waren. Und heute sind es möglicherweise auch schon die Dinge, die 10 oder 20 Jahre alt oder nur 30 Jahre alt sind und auch aufbewahrt werden müssen. Selbstverständlich auch die Dinge, die älter sind. Aber was ich sagen will, ist, dass das ja doch gewachsene Tempo in unseren Gesellschaften
Gerätschaften dazu geführt hat, dass auch Altes sehr viel schneller alt wird. Oder Neues sehr viel schneller alt wird. Und dadurch sozusagen eigentlich die Frage steht, wie gehen wir damit um? Wie schnell ist es eigentlich erhaltenswert? Berlin ist ein typisches Beispiel dafür. Aber es gibt natürlich diese Beispiele in jeder Gesellschaft. Also 90er Jahre Architektur wirkt heute schon sehr veraltet unter Umständen. Ja, aber nicht. Ja, veraltet ist aber etwas anderes als alt. Was ich mag, ist die Fragestellung, dass nicht alles, was alt ist, unbedingt aufhebenswert ist und alles, was vielleicht gerade erst alt wird, deswegen einen geringeren Wert hat, weil es erst 10 oder 20 Jahre alt ist. Ich glaube, dass Rom eigentlich das beste Beispiel dafür ist, dass es eigentlich im Grunde genommen tatsächlich ein Sammelsurium von Altem und Neuem nebeneinander gehen kann und es funktioniert eben trotzdem oder es funktioniert eben nicht, aber es ist zumindest ein einzigartiges Phänomen der Vielfalt und des Nebeneinanders von verschiedenen Altem oder von verschiedenen Geschichten und damit eben auch architektonischen Typologien. Das heißt, bezogen auf unsere eigenen Gesellschaften würde ich sagen, wir sollten schon auch immer nicht nur eine Autorität deswegen akzeptieren, weil sie sozusagen aus der Geschichte herauskommt, sondern auch immer überprüfen, welches Verhältnis haben wir eigentlich zu dieser Geschichte, bevor wir eine Entscheidung darüber treffen, ob das wert ist, weiter erhalten zu bleiben oder nicht. Benedikt Lothar, wenn wir alle Häuschen, alle kleinen, die Streusiedlungen abgerissen haben und dort verdichtetes Bauen umgesetzt haben, haben wir da noch Probleme in der Schweiz? Ich hoffe es, ja. Wo sind die? Die Vorstellung, dass es einmal keine Probleme mehr gäbe, das ist genau dort, wo Musil sagt, wo das Bedürfnis nach Ordnung in Totschlag übergeht. Und wenn Sie eine endgültige Lösung wollen, dann können Sie nichts anderes tun, als völlig totalitär aufräumen und dann gibt es Tote. Und ich hoffe, dass wir auch ohne Einfamilienhäuser noch Probleme haben. Wie sieht denn die Zukunft aus für uns, Herr Lothar? Meine? Ja, nein, nicht Ihre persönliche. Ich werde 84 und ich bin daran... In einem Einfamilienhäuschen? Nein, ich wohne in der Altstadt von Biel. Mhm. Ich habe vorher 40 Jahre in der Altstadt von Zürich gelebt, aber ich gebe zu, ich habe ein Erbschaden, ich habe 20 Jahre in einem Einfamilienhäuschen gewohnt und Gartensklaverei und Kinderarbeit hinter mich gebracht. Und sind geflüchtet aus dieser Welt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist, also Ihre Meinung ist, Altes bewahren, weiterentwickeln und Neues entstehen lassen. Ja, ich glaube, Ihre Frage ist falsch gestellt. Wieso? Wenn Sie sagen, entweder oder, dann, ja. Das ist auch so... Es tönt gut, aber es ist kein guter Satz. Dann machen Sie einen besseren, Herr Lothar. Es ist doch klar, dass wenn Sie sagen, alt oder neu, man muss von Fall zu Fall abwägen. Und eigentlich ist die Regel einfach, ist das Neue besser als das Alte? Und wenn Sie das mit gutem Gewissen sagen können, okay. Danke. Herr Kohn? Dieser Definition würde ich mich also anschließen. Es gibt nicht alt und jung. Und es gibt nicht alt und neu. Hier spielt immer die Frage der Qualität eine Rolle. Und es kann ein Gebäude 1000 Jahre alt sein und das ist qualitativ eben so gut, dass es die nächsten 1000 Jahre auch noch überdauert. Und es kann ein Gebäude... Qualität oder auch von optischer Qualität? Wir reden immer von visueller Qualität, also Ästhetik. Mhm. Dann reden wir von funktionaler Qualität. Es muss ja also auch funktionieren. Und dann sprechen wir natürlich über die Qualität in der Verwendung der Materialien. Und alles das zusammen ergibt eine Qualität. Und dann stellt sich die Frage eigentlich nicht. Wer beurteilt das? Ist es die Mehrheit, die Bevölkerung? Ist es eine Regierung? Also ich kann das Ganze immer nur aus der Sicht eines Unternehmens betrachten. Und alles, was ich sage, ist also auch bezogen auf ein Unternehmen. Und ein Unternehmen hat eine Chance, etwas gut zu machen, etwas ordentlich zu machen und dann setzt es das auch um und dann überzeugt es möglicherweise auch die Stadtverwaltung oder wen auch immer und es muss es auch bezahlen und es sorgt eben dafür, dass es auch ökonomisch vernünftig ist, nämlich dass es haltbar ist, dass es eben der Allgemeinheit oder auch den eigenen Leuten nutzt, dass einfach ein Nutzen damit verbunden ist. Und alle anderen Diskussionen bin ich eigentlich nicht sicher genug. Diese Dinge müssen immer abgewogen werden und wenn diese Dinge stimmen, dann kommt in der Regel was Ordentliches dabei raus.
Herr Kuratsch, ein Nutzen rauskommen, das reicht? Oder haben Sie noch andere Ansprüche? Nein, ich habe schon den Anspruch von Visionen, auch wenn das unpopulär ist. Ich glaube aber im Gegenteil, dass es populär ist. Die Menschen suchen Visionen, sie haben welche, uneingestandenermaßen oder auch eingestandenermaßen. Und das erleben wir heute in der städtebaulichen Diskussion in Deutschland in sehr lebendiger Form. Die Bürger bedauern bei uns zunehmend in den Städten, dass sie nicht die Entfaltungs- und die Mitwirkungsrechte am Planen und Bauen haben, wie es die Schweizer haben. In vielen Städten wird immer wieder dieses Beispiel genannt, wenn es um die Auseinandersetzung, um irgendwelche Bauprojekte geht und nicht nur um Bauprojekte, in denen ein modernes Gebäude entstehen soll, sondern auch um solche, in denen ein Gebäude im alten Stil errichtet werden soll, das sich die Leute wünschen und bei dem ihnen die Stadtväter einen Strich durch die Rechnung machen. Herr Schindhelm sagte ja vorhin, das Junge wird heute schneller alt. Und wir erleben, zumindest in Deutschland, auch, dass das Alte plötzlich wieder jung wird an vielen Stellen. Wir haben in einer ganzen Anzahl von Städten einen Prozess der Veraltertümelung, den es so in der Schweiz natürlich nicht gibt, weil es hier nicht so Veraltertümeln gibt. Aber in Deutschland, wo so viel zerstört ist, entdecken die Menschen plötzlich wichtige Lebenslinien ihrer Städte dort, wo sie völlig verschwunden sind und verlangen, dass sie wiederhergestellt werden. Das sind ganze Ensembles von Häusern, das sind Schlösser, die wieder aufgebaut werden, obwohl kein Stein mehr von ihnen vorhanden ist. Das sind Kirchen, die wieder aufgebaut werden sollen, obwohl wir einen rapiden Rückgang der Gemeindezahlen haben. Und es kommen immer neue Städte dazu, in denen solche Wünsche und Forderungen aufgestellt werden. Und wir haben selbst diese Erscheinung in einer so modernen Stadt wie Frankfurt am Main, wo zur Überraschung der Stadtverwaltung, die völlig überrumpelt war, eine Mehrheit der Bürger plötzlich den Wiederaufbau von Fachwerkhäusern mitten in der Stadt, mitten unter den Hochhäusern verlangt und sogar, was die meisten Stadtbürger in Frankfurt am meisten verwundert hat, unter ausdrücklicher Zustimmung der Ausländer in Frankfurt. Die sagen, ja, dort mache ich meinen Gemüseladen hin. Und die haben sogar schon einen Verein gegründet, um diese Projekte zu unterstützen. Das muss man sich vorstellen. Es ist eine völlige Rückwärtsentwicklung des Visionsbegriffs. Das sind Visionen, die auf Biotope der Vergangenheit gerichtet sind, von denen nichts mehr, aber auch nichts mehr, kein Stein mehr, nur noch Fotos vorhanden sind. Und es handelt sich um Projekte, die dreistellige Millionensummen kosten, wenn sie realisiert sind, und die in irgendeiner Weise gleichberechtigt neben das ganz Neue treten. Das heißt, Herr Stillmann, als Fazit, denken wir nicht in großen Visionen, denken wir nicht in Potsdamer Plätzen mit großen Gebäuden, denken wir wieder in kleinräumigen, hübschen Häuschen mitten in der Stadt. Ja, das auch, aber ich meine, ich kann mich Herrn Loderer Plädoyer anschließen. Also die Frage ist so falsch gestellt. Also wer entweder oder sagt, der ist schon an der Realität vorbei. Also man muss, die Stadt hat immer abgerissen, die Stadt hat sich immer, Städte haben sich immer verändert, es gibt keine Stadt, es sei denn, sie steht wirklich als Disneyland unter Denkmalschutz, aber jede Stadt, auch die meine Heimatstadt Lübeck, Weltkulturerbe, also wenn Sie da hinkommen, sind ein paar Häuschen, sind aus dem Mittelalter, die meisten stammen aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. Und selbst die Kirchtürme sind aus dem 20. Jahrhundert. So, also das Verändern ist eigentlich was
was zur europäischen Stadt gehört. Auch das Modernisieren, auch das, das anders, das Umnutzen. So, also insoweit kann man nicht entweder oder sagen. Die Frage ist, wie wir am Beginn eines neuen Jahrtausends mit den Strukturen umgehen, die wir ererbt haben. Und das sind ja dann ganz unterschiedliche Strukturen. Also die Großsiedlungen aus Waschbeton, ja, die wird man wahrscheinlich nicht erhalten können, wenn es dafür keine Nachfrage mehr gibt. Die stehen, wenn sie nicht gerade unter Denkmalschutz stehen. Während Fabrikgebäude, die vollkommen dysfunktional zu sein scheinen, heute die, um mal im Jargon der Berliner zu reden, das sind die geilsten Locations überhaupt, nicht? Da wohnen, da werden umgebaut zu Lofts, große Eigentumsanlagen, Künstlerateliers und so weiter. Also das industrielle Erbe, vollkommen dysfunktional, hätte man vor etlichen Jahren noch abgerissen. Also heute würde keinem einzigen das einfallen, eine große Industrieanlage abzureißen, wenn es nicht eine neue Industrie gibt. Also meine Antwort darauf ist also hingucken, Erneuerung findet sowieso statt und Abriss findet auch ab und zu statt und am Ende ist die Qualität für eine zukünftige Nutzung entscheidend, ob man etwas bewahrt oder ob man etwas abreißt. Und eine Plattensiedlung an der Peripherie wird man wahrscheinlich eher abreißen wie ein ehemaliges AEG-Fabriksgebäude in Kreuzberg. Ich glaube, wunderschön zusammengefasst, die Erkenntnis des heutigen Abends. Herzlichen Dank, Herr Stemann. Herzlichen Dank Ihnen allen für diese Diskussion. Und Ihnen heim, merci für Zürzlöge. Nächster Standpunkt, nächster Sonntag, gleicher Sendeplatz, gleiche Zeit. Da vom Wankerhof in Riechen, einen schönen Tag. Ade miteinander.